Hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Es ist Montag und hier ist das Morgenpost-Sportstübchen heute mit Katharina Piorek. Und Michael Färber. Leute, unser Thema heute ist bei diesen frühlingshaften Temperaturen, die wir Ende Februar fast schon haben, die Leichtathletik. Und zwar das ISTAF Indoor in der Mercedes-Benz Arena. Und was soll ich sagen, es war wieder ein absolutes Spektakel. Definitiv. Also wie es zum ISTAF dazugehört bei diesem Format, nicht nur Sport, sondern auch reichlich Show-Elemente drumherum. Fannähe ist da ja auch ein großes Thema. Man möchte den Sport der breiten Masse näher bringen. Deswegen eine Fanzone war da, wo man Fotos machen konnte, die Athleten selber mal interviewen. Das wurde auch rege genutzt. Pyroshow drumherum, Musik, Kisscam, also da wurde nichts ausgelassen. Und das Ganze vor 12.150 Zuschauern. Aber bevor wir euch zu viel davon erzählen, zeigen wir es euch am besten. Du hast uns Bilder mitgebracht. Wir schauen rein. Genau, also man sieht bei den Bildern ganz klar, ne, das ist jetzt nicht nur ein reines Show-Element gewesen, sondern auch sportlich steckt im ISTAF durchaus einiges drin. Torben Blech, wir haben es gerade gesehen, zweimal musste er in den dritten Versuch. Es war kein leichter Wettkampf für ihn, aber seine Musik, die er immer vorher den Sprüngen ausgewählt hat, den kölschen Schlager von Casala, der hat das Publikum ebenso mitgenommen. Das glaube ich. Und er hat trotz dessen, dass es ein harter Wettkampf für ihn war, wie gesagt, zweimal dritter Durchgang, aber dann trotzdem noch die Saisonbestleistung gebracht. Also auch für ihn ein guter Abschluss für die Hallensaison tatsächlich. Da muss man sagen, Stabhochsprung hat in Berlin beim ISTAF grundsätzlich eine große Tradition, ist eigentlich immer ein Spektakel. Aber eine Person hat natürlich das gesamte Event überstrahlt. Ich sage nur Malaika Mihambo, unsere Weitsprung-Olympiasiegerin. Und sie hat wieder abgeliefert, oder? Definitiv. Also ich glaube, zu Malaika Mihambo kann man sagen, die Frau bringt so leicht nichts aus der Ruhe. Sie hatte einen Wettkampf, direkt der erste Versuch hätte schon zum Sieg gereicht tatsächlich. Mhm. Da konnte die Konkurrenz schon nicht mehr mithalten. Dann hat sie hatte ja gesagt, sie möchte die Halle nutzen, um an ihrem Absprung zu arbeiten, ob der Anlauf richtig stimmt. Dreimal hat sie dann tatsächlich auch übertreten, aber sie meinte nachher bei uns im Interview, das hat sie jetzt nicht weiter aus der Fassung gebracht. Für sie haben sich die Sprünge tatsächlich sogar besser angefühlt, weil wie gesagt, der Ablauf stand im Fokus. Ja, und dann Mihambo-like im letzten Versuch hat sie noch mal einen rausgehauen. Saisonbestleistung in der Halle und das Publikum wurde dafür entlohnt, dass sie auf diesen Moment hingefiebert haben. 6,95 Meter Saisonbestleistung und wenn es um die Nervenstärke geht, nur noch mal zwei Eckdaten dazu. In Olympiasieg 2020 in Tokio hat sie geschafft, mit dem letzten Versuch. Und sie ist auch zweimal Weltmeisterin geworden. 2022 hat sie den Titel geholt mit dem letzten Versuch. Eine Frau, die Nerven hat wie Stahlseile, anders kann man schon gar nicht mehr sagen. Sie hat nachher Folgendes kommentiert. Die Konstanz ist da. Ich habe verstanden, was ich richtig machen muss. Jetzt muss Schnelligkeit aufgebaut werden und dann freue ich mich auf tolle Weiten. Das bedeutet, wir können einiges von ihr erwarten. Es steht ja ein kleines Sportfest noch an in diesem Jahr. Ja, das eine oder andere steht ja noch an mit der EM und den Olympischen Spielen natürlich in Paris dann im Sommer. Sie hat auch gesagt, das war jetzt genau die Idee dahinter. Also sie hat ihre Hallensaison ja mit dem ISTAF beendet schon. Mhm. Wird jetzt, wie du gesagt hast, an der Schnelligkeit arbeiten, um eben zu den beiden großen Events dann auf ihrem Top-Level zu sein. Und sie meinte, es ist genau aufgegangen. Sie hat ein sehr gutes Gefühl und keine Zweifel, dass sie dann auch auf dem Punkt da sein wird. Ich freue mich jetzt schon drauf, aber wer noch Leichtathletik in der Halle erleben möchte, der muss gar nicht so weit in die Zukunft schauen. Am kommenden Wochenende, vom 1. bis 3. März, haben wir schon die Hallen-Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Glasgow. Der DLV hat ein kleines Team hingeschickt, drei Männer und vier Frauen, darunter auch Michael Assani, die auch im Weitsprung in der Konkurrenz mit Malaika Mihambo unterwegs war. 6,69 ist eben hier in Berlin gesprungen, Rang 4 im Endeffekt beim ISTAF Indoor. Aber bei so einer WM, da kriegt man natürlich nochmal einen ordentlichen Schub. Und wir müssen noch über einen Mann reden, der
kann man sagen, wieder mal einen nationalen Rekord aufgestellt hat beim ISTAF Indoor. Genau, für Emanuel Iseme ist das tatsächlich jetzt gar keine Neuigkeit. Es ist seine erste Hallensaison und er meint, jedes Mal fällt der Landesrekord bei ihm. Er ist jetzt auch am Wochenende dabei bei der Hallen-WM und deswegen freut er sich, meinte, der nächste Landesrekord, der muss geknackt werden. Vielleicht haben wir tatsächlich beim ISTAF Indoor einen Medaillengewinner von der kommenden WM schon gesehen. Auszuschließen wäre es in jedem Fall nicht. Einen Termin würde ich euch gerne noch mit auf den Weg geben, denn wenn es ein ISTAF Indoor gibt, gibt es auch nach wie vor das ISTAF Outdoor. 1. September, Sonntag im Olympiastadion. Schon mal jetzt rot im Kalender ankreuzen. Auch da wird es wieder das Spektakel schlechthin geben. Definitiv. Ich würde sagen, das war schon wieder von uns. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bleibt der Leichtathletik treu, bleibt uns treu. Katharina, vielen Dank. Danke dir auch. Und nicht vergessen, Montag ist Sportstübchentag. Kommt gut durch die Woche. Ciao. Ciao.